Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu... Helden Anrico! Ah, ich hätte wissen müssen, dass du überlebst. Was brauchst du? Ja, du hast die Ravello und Flo ins Ohr gesetzt. Und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen. Ich dachte, das interessiert dich und deinen Kumpel vielleicht. Danke, Sheldon. Mario, bist du da? Ich hab's gehört. Wir treffen uns vor der Stadt. Das ist ja schön. Dann treffen wir uns vor der Stadt. Das Gute ist, die Brücke haben sie auch repariert und ich weiß nicht, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Ich weiß nur, dass wir uns jetzt vor der Stadt treffen müssen. Habe ich kurz ein Pause-Menü? Wir treffen uns vor der Stadt. Stimmt, da war doch was. Wir wussten nicht, was wir machen müssen und haben gesagt, wir treffen uns vor der Stadt. Aber vor welcher Stadt? Ich hätte mich ein bisschen besser vorbereiten müssen. Tata? Nehmen wir mal hier hin, ja? Da ist nämlich ein Fragezeichen. Und dann werden wir das mal ausprobieren. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 3. Nachdem die Brückenarbeiten beendet worden sind, sieht eigentlich übrigens schon geil auch dieser Berg hier, der hier mittendrin ist. Ein Berg, der hier mittendrin ist. Ist klar, dass der Berg mittendrin ist, aber komisch, wenn nicht. Eher die Straße, die durch den Berg hier durchgeht, kurz. Sieht cool aus, muss ich sagen. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal... Hui, was fährt denn da für ein komisches Auto? Ich habe letzte Woche ein Panzergeschütz bedient. Das war der Hammer. Hallo. Die hätten uns eigentlich mitnehmen können, ne? Das mit dem Wurfarm und der Fallschirmfunktion ist schon sehr geil. So kann man sich eigentlich fast besser fortbewegen. Wenn es auch klappt, gelegentlich. Oder so. Könnten wir natürlich auch machen. Haben wir nämlich auch noch diese Wingsuit-Aktion. Zur Not können wir immer noch auf den Fallschirm zurückgreifen. Was haben wir denn hier? Ein Bett im Maisfeld. Ah, das war was anderes. Was ist das? Einen Schrein für eines von Diravellos Opfern. Ruhe in Frieden. Aha. Sehr schön. Jetzt mit ein bisschen mehr Arbeiten aus. Wir könnten ja mal dem Bauern ein bisschen hier helfen. Ich mähe mein Sonnenblumenfeld und ich habe den ganzen Tag zu tun, weil es ist ein Riesenfeld. Und knicken die gerade ein bisschen ein? Nee. Na, 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 na. Und jetzt komme ich auf das Nachbarnsfeld und es gibt dann Ärger. Oh Gott, und der Traktor ist so lahm. Was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen? Nichts. Das war nur das mit dem Schreien. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich würde trotzdem gern wissen, wo wir uns treffen, weil es hieß ja, wir treffen uns. Was ist das da? Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Ne, hat mir jetzt nicht so gefallen, ne? In deiner Nähe ist ein Fahrzeug mit einem gefangenen Rebellen. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit, Rico. Rico.
Halt! Und mit dem Fallschirm durch die Mauerwand durch. Die sind viel zu schnell. Hierher. Ja, niemals. Das ist jetzt das Auto mit dem Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Wir sind schon verschwunden. Ihr werdet uns nicht finden. Wir sind jetzt irgendwo und ich weiß es nicht, in Mexiko oder doch? Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Woher wisst ihr, wo ich bin? Das kann doch alles sein. Alarmstufe 1. Aua. Alter. Boah. Aha. Die Kringos. Boah. Aber das Auto ist noch wie neu. Oder auch nicht? Hey, ich bin noch rausgesprungen. Hoppala. Vielleicht hätte ich etwas früher rausspringen sollen. Oder die Typen abfangen oder wegdrängen oder irgendwas hätte man machen müssen. Naja. Beim nächsten Mal wissen wir besser Bescheid. Auf jeden Fall sollten wir uns mal in diese Stadt begeben, wo sie gesagt haben, wir treffen uns davor. Und diese Ladezeiten. Das hat doch irgendwas geheißen. Kam ein neues Update raus? Und es hat geheißen, dass die Ladezeiten ein bisschen verkürzt worden sind. Wovon ich jetzt noch nicht so viel erlebt habe. Hallo? Bin ich hier? Aha, ich bin, glaube ich, falsch. Ich müsste darüber, genau. Und zwar ist das... hier hinten. Einfach noch die beste und schnellste Methode. Oder die da. Hui, den Ringsuit, den hätte ich auch gern. Ich würde sowas gerne mal machen. Wäre das mal sehr interessant. Die Frage ist, wäre ich da der Einzige? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Hui. Würdet ihr euch auch mal mit einem Wingsuit von der Klippe stürzen? Boing. Habe ich gerade die... Ja, das sind Betonklötze. Was? Aua. Das ist der wahre General. Ja. Ja. Hey Rico, du bist mein Held. Ich weiß, ich bin auch mein Held. Pippi. Aber wir hätten hier auch nicht hin müssen. Wir müssen... Oder was ist das? Wegpunkt setzen. Gehen wir mal hier hin. Was sind das? Unter uns.
Okay, wir nähern uns da wieder weg. Ist immer cool, dass es zumindest ein bisschen angezeigt wird, wo wir hin müssen. Okay, da ist es wieder weg. Dann wird es wohl im Innenhof sein. Oder auch nicht. Was ist denn jetzt? Irgendwo hier müsste es sein. Was wir auch immer suchen. Hier. Ach nee, da oben war es gerade. Hier hinten. Hier auf dem Balkon. Da ist es. Tag 1. Mein psychiatrischer Gutachter wollte mir keine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht an moralischer Verantwortung mangelt. Ich bin lediglich mit seiner Moralität bzw. Mortalität nicht einverstanden. So beginnt meine militärische Laufbahn. Das Schachbrett steht bereit und lockt mit der Aussicht auf den ultimativen Sieg. Aha. Wer das auch immer war, wir wünschen dir weiterhin viel Glück. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich eigentlich hin muss. Das frage ich mich gelegentlich auch. Ja, das will ich auch. Allerdings, wir treffen uns vor der Stadt. Vor welcher Stadt? Es zeigt zwar auch nichts an. Ist aber nicht das, was ich wollte. Rebell. Wir haben aber auch nichts, wo ich jetzt sagen kann, dass wir das mal irgendwo hin müssen. Übrigens hat sich jetzt tatsächlich herausgestellt, dass diese Karte größer ist als GTA. Und zwar braucht man, wenn ich gerade dabei bin, von der untersten Insel, ich glaube, das ist die hier, oder? Ja. Bis zur obersten Insel. Müsste das da sein, genau. Hier entlang schwimmen. Ich glaube 8 Stunden und 50 Minuten. In Realzeit, also nicht in Spielzeit. Trotzdem weiß ich nicht, wo ich hin muss. Treffen wir uns vor der Stadt. Vor welcher Stadt? Aha. Vielleicht gehen wir einfach nochmal zum Außenposten hin. Ja, Rico, willkommen zu Hause. Und
Wenn es nichts bringt, muss ich mal kurz eine Aufnahmepause machen und muss tatsächlich mal schauen, wo ich eigentlich hin muss. Hui, und ich breche noch meinen persönlichen Rekord, den ich übrigens schon gebrochen habe. Bin gerade nebenbei noch am Gucken. Deswegen bin ich noch so still nebenbei. Ui. Aber da müssen wir ja nicht hin. Hey, krieg ich ein Autogramm oder einen Tandemsprung? Weder noch. Hey Rico, komm. Du bist mein Held. Halt die Fresse. Pardon. Ja, und ich verstehe jetzt echt noch nicht, wo ich hin muss. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich werde hier kurz eine Aufnahmepause machen und wir sehen uns am besten gleich wieder. Pardon in der Hinsicht. Vielleicht sollten wir nur einmal Kaboom irgendwas machen. Ne, machen wir nicht. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis gleich, würde ich mal sagen. Ciao, ciao. So, meine Freunde, ich bin wieder zurück. Hoffe ich doch. Wahrscheinlich ein bisschen zu laut. Ne, müsste so passen. Und ich habe mich, glaube ich, schlau gemacht und ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Nicht ins Pause-Menü, sondern wir müssen uns hier nach drüben verpissen. Das bedeutet, wir brauchen einen Helikopter. Den haben wir mit Sicherheit auch irgendwo. Den können wir anordern. Wir haben doch da mal was gehabt. Richtig, wir müssen in diese Richtung. Und zwar können wir das anordern. Rebellenabwurf. Fahrzeuge. Und zwar hatten wir nicht Sportwagen, sie Helikopter. Guck mal. Dann werden wir uns mal einen anfordern, bitte. Hierhin. Boah. Surprise! Geil, geil. Gut. Wir wollen aber jetzt mal nichts abfeuern. Wir wollen jetzt nämlich da mal hinfliegen. Und... Ach, das mit dem Fliegen ist noch ein bisschen so schwer. Und deswegen haben wir uns jetzt kurz einen Helikopter geschnappt und sind mal auf dem Weg dahin. Übrigens habe ich diese Idee oder diesen Vorschlag, dieses, wo wir jetzt hin müssen, bei unserem guten Gronkh abgeschaut. Wie gesagt, ein Dankeschön an dich auch an der Stelle, der mir dieses Game erst ermöglicht hat. Dann werden wir hier mal kurz ein bisschen rumgleiten und werden drüben mal schauen, was uns da Schönes erwartet. In der Zeit können wir noch ein bisschen die schöne Luft genießen. Wasser, die Ansicht und unseren Rico. Aha. Das kommt schon geil, also es ist echt göttlich gemacht. Ich muss schon sagen, hat ein bisschen was besser als GTA. Obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass GTA hier gerade das schlechteste Game ist. Natürlich nicht.
so perfekt landen kann. Komische Geräusche von diesem Helikopter. Ha! Eine 1A Landung. Du, dann schauen wir mal, was passiert. Drücke Start, drücke Dreieck, um die Mission zu starten. Tja, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt auch wirklich richtig sind. Wäre nämlich doof, wenn nicht. Gelegentlich noch aufs Handy gucken. Fleisch, Wurst, fettige Wurst. Jahrelange Arbeit. Und ich nehme nur eine Olive. Unsere Unfähigkeit, Malnea zu beschützen, war leicht absehbar. Die Rückeroberung wäre kein Problem, aber... Der Verlust von Vis Electra ist ein Versagen, das auf keinen Fall ungesühnt bleiben darf. Oder? Rico Rodriguez ist also zurückgekehrt, geboren Hoppala. In demselben Feuer, aus dem heraus sich meine Macht entwickelt hat. Schon bald wird die Welt das ganze Ausmaß meiner Macht erkennen. Durch Rodriguez erhalte ich die Gelegenheit, sie zu demonstrieren. Vielleicht sollte ich ihn motivieren. Die wunderschöne Stadt Costa del Porto. Brennt sie nieder. Und wenn er kommt, um dieses unwichtige Städtchen zu beschützen, tötet seinen Freund. Jede seiner Aktionen wird eine schreckliche Reaktion von uns nach sich ziehen. Und dann wird die empfindliche Flamme der Revolution erlöschen, so wie sie es immer in der Geschichte getan hat. Benutzt die Panzer. Reck an deiner Olive, sage ich dir. Super. Costa de Porto. Na super. Coole Federung. Jetzt brennen die tatsächlich hier unser Dorf nieder. Aber wir haben natürlich... Wie viel kommen denn da? Kampfjets auch noch. Shit. Sie waren das. Sie schießen drauf los und spielen Krieg. Sie brennen unsere Häuser nieder. Hör nicht darauf, was er sagt. Wir müssen das tun. Ich hatte keine Wahl. Aber ich werde es nicht vergessen. Die Panzer gehören mir. Du gehst in die Stadt, Mario. Du kriegst sie auf einem Silbertablett. Die Stadt? Ja, die Panzer gehören uns. Und Mario kriegt das Silbertablett. Rico zerstört die Panzer. Ich mach mich auf den Weg in die Stadt. Dafür wird die Ravella bezahlen. Mit Sicherheit. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich die Panzer fertig mache. Ich glaub so. Ein Hammer. Den Hammer auch. Was ist mit dir? Halt mal an. Einmal. Noch einen. Wir haben noch einen, der noch in der Nähe ist. Ach, das ist meiner. Ja klar, den müssen wir auch zerstören. Ich glaube, ich zerstöre erstmal die anderen Panzer, bevor wir anderes zerstören. Oder waren das jetzt schon alle? Ah, ich glaube, ihr wollt mit mir spielen. Ist ja nett.
cool. So, schießt doch noch was von der Seite. Oh, das ist putzig. Oh, oh, oh. Okay. Das war nicht gut. Gescheitert, weil ich gestorben bin. Ach was. Okay, ich hätte mal aus dem Panzer raus sollen. Dann wäre er nämlich kaputt gegangen. Dann hätte man nämlich das nämlich hinter uns gehabt. Somit sind wir mit dem Panzer draufgegangen. Egal, wir wissen ja jetzt, wie wir es machen. Oder wie wir es nicht machen sollten. Zumindest sollten wir rechtzeitig rausspringen.